Schon viele Jahre blüht der Kreisverband Reutlingen, Frau Gesagt, zum Glaubenssinn, zur Wallfahrt, zum gemeinsamen Beten, Singen, Schweigen, Nachdenken, Nachdenken. Jetzt, im Wonnemonat Mai, ist jeden Tag der lieben Mutter Gottes geboren, als Mann. Dein Reich, es blüht auf allen Wegen. Ihr Herzen, alle schmücket euch ein freudig entgegen. Reiht euch aufs Neue mit frommen Sinn, verheeren meine Königin. Taut und rein, schieben hell und klar. Auf den smarten Fluren sind es wohl in irdischen Tränen gar. Die letzten der Erdteil schmilzt bald dahin, bei jedem Trösterin. Manch Blümlein schwer vom Reif versenkt, das Köpflein tief gebeugt, der Herrin sehnsuchtsvoll sich drängt, die Huldreich in sich neigt, dem Sünder Zuflucht jederzeit, die Mutter der Barmherzigkeit. Ein. Es steht dein Reich dir offen, dein eigen wird für ewig sein, in Glauben, Liebe, Hoffen. O herrsche immer da darin, du himmlische Gebieterin. Mit deinem Kindlein segelnd und Mutter voll der Gnaden, bist du in selige gefüllt zu ewigem Mai des Laden. Bei dir gedient in neuen Sinn, Maria. Darf ich dir, lieber Gott, anlässlich dieser Wallfahrt unsere vielen Wünsche vorbringen, samt dem Versprechen, in Zukunft unser Bestes zu tun? Darf ich dir auch sagen, was ich gern von dieser Wallfahrt mit nach Hause nehmen würde? Lieber Gott, Herr, sei vor uns, um uns den rechten Weg zu zeigen. Herr, sei neben uns, um uns in die Arme zu schließen und zu schützen. Herr, sei hinter uns, um uns zu bewahren vor dem Bösen. Herr, sei unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir fallen und uns aus der Schlinge zu ziehen. Herr, sei uns herum, um uns zu verteidigen, wenn wir verdrängt werden. Ich danke dir, lieber Gott. In Vorfreude erwarten wir von dir, geschenkt zu werden. Danken möchte ich aber, im Namen der Wallfahrt bei den Organisatoren des Kreisverbandes Reutlingen, bei der Hauptgesellschaft, dem Kirchenchor, der Blasfamilie, die uns immer wieder mit ganz vielen Melodien und Marienliedern begleitet. Dem Pfarrer, der leider früher weggehen musste und vor allem seine Liebe tun. Ich denke, ich spreche den Namen an. Er hat ihn wirklich und würdevoll vertreten. Ein herzliches Dankeschön. Auch nochmal bedanken. Und zwar danken Anton Michels für die
Lesung für den Kreuzweg sowie für die Weihnacht. Ich sage dir aus ganzem Herzen Danke. Ich möchte mich bei Hans Fest bedanken für die Organisation der Wallfahrt in Reutlingen. Auch dir sage ich Hans Fest. Bedanken möchte ich mich bei der originalen schwedischen Blaskapelle und Banater Singgruppe unter Leitung von Hans Frühwald. Und ich sage, man kann sich nur glücklich schätzen, wenn man so eine gute Blaskapelle hat und die einem auch bei der Wallfahrt begleitet. Dankeschön an euch. Bei den jüngsten Musikern der Kapelle, der heute mit uns die Wallfahrt gegangen ist, bei dem Timo Ra. Timo, ich sage dir Dankeschön, dass du anstatt Fußballspielen oder egal wo du heute gespielt hättest, mit uns gekommen bist und gebetet hast und Musik gemacht hast. Danke. Bei den Frauen, die das Kreuz schön geschmückt haben, bei der Margarete Wischel und der Katharina Hillo. Denen möchte ich aus ganzem Herzen Danke sagen. Bei Eli Wagner, die das Kreuz getragen hat, und natürlich bei allen Fahnenträgern. Ich danke euch. Danke sage ich auch der lieben Press, die diese Fahnen pflegt und hegt, denn es ist ein Stück aus unserer alten Heimat. Bei den Vorbeterinnen, und zwar die im Bus vorgebetet haben, in Heilbronn, bei der Theresa Wackert, und die im Reutlinger Bus vorgebetet haben, bei der Frau Katharina Willung, denen sage ich Danke. Bei der Familie Foro, bei der Familie und beim Hans Foro, für das Videografieren und Fotografieren, möchte ich mich auch ganz arg bedanken, denn es sind auch immer Beweisstücke für die Nachwelt. Danke für die schönen Abschiedsworte, Herr Wiese. Sie sind immer ergreifend und ich freue mich immer ganz arg über deine Worte. Dankeschön. Danke für die gute Zusammenarbeit und danke euch allen für die schöne Wallfahrt. Und wir sehen uns bestimmt wieder und auch bei der nächsten Wallfahrt, so Gott will, am 23. Mai 2020. Thank you.
Wallfahrt, Gottes Segen und Marienschutz.